Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir mit unseren Heimatgeschichten unterwegs sind. Jede Woche stellen wir Ihnen eine Gemeinde und ihre Menschen vor. Diese Woche sind wir im Landkreis Erding, an der Grenze zum Ebersberger Landkreis, und zwar in der Gemeinde Forstern. Die Gemeinde umfasst 18 Ortschaften, Weiler und Einöden. Die Landschaft ist geprägt von der Münchner Schotterebene und geht über in bewaldetes Hügelland. Wir haben dort eine Schreinerei besucht, die sich weltweit einen Namen gemacht hat, waren natürlich im Eichermuseum und auf einem Bauernhof wie im Bilderbuch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute hier im Ortsteil Karlsdorf und da habe ich hier diesen Wagen entdeckt. Schauen Sie mal mit mir, das schaut doch interessant aus. Hier, Bohrmaschine oder sowas. Was haben wir da? Eine gute Lederschürze. Amboss, jetzt erkennen Sie wahrscheinlich, worum es gleich geht. Und schau mal, ob ich den Hannes finde. Servus, Hannes. Hallo, Sophia. Grüß dich. Hier ist schön warm hier drinnen. Bleiben wir doch mal kurz hier. Ist das deine Werkstatt? Das ist meine Werkstatt. Aber das heißt, hier bist du wahrscheinlich gar nicht so oft, oder? Nein, hier bin ich nicht so oft. Hier lagern meine Eisen. Ich mache da ein bisschen Vorbereitungsarbeit. Ansonsten passiert eigentlich alles am Anhänger. Und mit dem Anhänger bist du dann unterwegs bei den Pferdebesitzern? Bin ich bei den Kunden draußen, genau. Aha. Und jetzt zeig mal hier. Also das ist ja... Das heißt, es ist wie im Schuhladen bei dir. Ja, klar, das sind also sämtliche Größen da. Die sind vorrätig, weil die ja ständig brauche. Ja. Und wie groß wird es dann? Bis wohin geht es? So unterschiedlich. Das da unten sind die größten da. Hier unten? Die da unten. Das sind so die größten, die ich mal auf die Schnelle da habe. Boah. Und wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Ach, ich stamme aus einer Reiterfamilie. Ja. Hier aus Forstern oder von woanders? Nein, aus Rosenheim. Ah. Ich bin ein Rosenheimer. Und ich habe dann unten in Rosenheim noch Schlosserlehr gemacht und habe dann Fachoberschule in München gemacht und bin dann in München auf der Rennbahn hängen geblieben. Ach, und habe auf der Rennbahn dann den Job gelernt und bin halt dann da hängen geblieben. Aber das war ganz schön so. Aber das heißt, du bist als Kind immer auch schon geritten, also bist ein Pferdefreund und so. Also, ja, das auf jeden Fall, klar. Und reitest du auch jetzt immer noch? Nein. Nein, also ich bin ja den ganzen Tag unterm Pferd. Und dann bin ich abends eigentlich dann ganz froh, wenn ich daheim bin. Mhm. Okay, aber du kannst mir das mal genau zeigen, oder? Wie, das, ja, wie du da vorgehst. Das finde ich spannend. Natürlich. Okay, dann gehen wir doch mal zu deinem Wagen. Ja. Mhm. Was hast du denn da alles? Also wie startest du dann deinen Tag? Also normalerweise kommt als erstes Pferd. Ja. Und das ist eine gasbetriebene Schmiede. Aha. Und das sind die restlichen Maschinen, die ich da brauche für den Job. Ja, zeig mal, was hast du denn da alles? Das sind also Bohrmaschinen, eine Gewindschneidmaschine für Gewinde und eine Schleifmaschine. Aber du schleifst die Hufeisen, was schleifst du damit jetzt? Die Hufeisen. Ach, die Hufeisen werden immer noch mal angeschliffen? Oder ja. Für jedes Pferd unterschiedlich? Erstens, damit die Verletzungsgefahr halt runtergeht und dann schleift man da sogenannte Dynamiken rein, dass das Pferd halt einfach optimal fußen kann. Aha, okay. Also dann, und das kannst du uns jetzt zeigen, weil du hast hier ein Pferd da, gell? Ja, wir haben ein Pferd da, das können wir gleich mal rausholen. Machen wir das doch mal zusammen. Bin gespannt. Aber wie oft musst du jetzt so ein Pferd beschlagen? Alle 6 bis 8 Wochen muss ein Pferd beschlagen werden. Echt? So viel? Alle 6 bis 8 Wochen? Das ist ja andauernd. Dann kennst du die ja alle schon und siehst die laufend. Ja, ja, klar. Das Hufhorn wächst halt. Und du hast dann einen Zentimeter manchmal dort, den du entfernen musst. Und dann dadurch passt der Hebel nicht mehr. Und dann werden die Sehnen und Bänder einfach überdehnt. Also das ist wirklich wie wir halt Fingernägel schneiden. So oft. Absolut. So, und wen haben wir da jetzt? Wie heißt denn das Pferd? Lucy. Die Lucy. Okay, also wie fängst du dann an? Ja, da polieren wir jetzt erstmal die Messer, dass die was schneiden. Die hast du da so schön in deiner Schürze geklemmt, die Messer. Ja, die braucht man ja dauernd. Ja, ja. Ach, und da hast du auch noch mal alle Hufe dabei, verschiedene Größen. Ja, klar, da sind die sortiert drin, dass man schnell Zugriff hat da drauf. Ja. Aber das ist ja schon so ein Beruf, da habe ich immer das Gefühl, man macht eine Zeitreise. Also, oder? Weil den gibt es ja schon so lange. Seit Pferde bei den Menschen sind, oder? Im Endeffekt. Ja, ganz so lange wahrscheinlich nicht, aber seit dem frühen Mittelalter ungefähr werden Pferde geschlagen, ja. Ah ja, das ist jetzt schon gut, wenn man das zu zweit macht. Ja, das ist bequemer. Aha. Man kann es auch alleine machen, aber so ist es deutlich gemütlicher. Also das nimmst du das alte Hufeisen erstmal runter. Erstmal die Nieten auf. Die Nägel sind vernietet und damit man das Hufhorn nicht ausreißt, macht man die am Anfang auf. Und dann nehmen wir das Eisen ab. Da sitzt jeder Handgriff.
Ja, wenn man es ein paar Mal macht, dann ist das so. Aber eben, der Lucy, das macht ja gar nichts. Nein. Ja, ja, eben. Seit ich auf der Welt ist. Echt? Stimmt. Seitdem macht ihr Sachen. Ach komm. Ja eben, du hast dann auch eine richtig schöne Beziehung zu den Pferden, wenn du die dann losziehst. Das ist natürlich schon wichtig. Ja, klar. Wenn du so keine Beziehung zu dem Pferd aufbaust, dann wird der Job auch gefährlicher. Ist ja klar. Ja. Ja. Ah ja, und jetzt kommt das, was dazugewachsen ist, kommt weg. Genau. Man sieht jetzt da, dass das relativ glatt ist und relativ flach. Lucy hat da immer so ein bisschen Hornwachsprobleme. Ja, aber das verstehe ich. Da muss natürlich das Messer wirklich ganz scharf sein, sonst macht das ja keinen Spaß. Na. Also das heißt, wie viel wächst es dann jetzt in den 4 bis 6 Wochen? Ja, pauschal kannst du das nicht sagen. Das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich und von Jahreszeit zu Jahreszeit. Weil das ganze Keratin, aus dem das Horn besteht, wird natürlich im Winter fürs Fell benötigt. Also wächst es da normal nicht so? Nein. Und ist da jetzt, das schaut doch ganz gut aus von der Form, oder? Ja, bei dem Pferd. Machen wir nicht so wahnsinnig viel. Wie gesagt, da wachsen nicht so wahnsinnig viel Hiberte. Aber gehst du dann auch manchmal, weil Huf ist ja schon sowas beim Pferd oder einfach eine Stelle, wo viel Krankheiten und so weiter auch, oder, passieren können? Ja, klar. Eben. Durch Fütterung oder Fehlbelastung. Aber das ist ja dann nicht deine Aufgabe, das geht dann an den Arzt weiter, oder? Wenn du da was siehst, oder wie ist das? Ja, das kommt drauf. Oh, meistens arbeitet man zusammen mit dem Tierarzt. Mhm. Also der macht die medikamentöse, medizinische Seite und die sorgt dafür, dass das Pferd dann den passenden Schuh dazu hat. Das ist ja ganz wichtig, dass die Arbeit vom Arzt ist natürlich auch. Also ein gutes Röntgenbeutel ist und der Kommentar vom Arzt dazu ist die Basis für meine Arbeit. Aha, also da machen die manchmal auch Röntgenbilder vom Fuß dann, ja? Ja klar, die kriege ich dann aufs Handy geschickt und dann telefoniere ich mit dem Tierarzt und dementsprechend kann ich dann das Pferd beschlagen. Okay. Ja gut, also da machen wir jetzt den zweiten Huf noch. Und da machen wir dann aber erstmal schnell eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Wir sind 30 Kilometer östlich von München in der Gemeinde Forstern und Hannes Heuschneider zeigt uns heute seine Hufschmiedekunst. Uiuiui. Da kommt es jetzt schön warm. Aber also kann man das nicht auch ohne Hitze machen? Kann man auch ohne Hitze machen. Aha, und was ist jetzt der Vorteil, wenn man es mit Hitze macht? Dass sich ein heißes Eisen leichter formen lässt. Ach ja, logisch. Da also muss man fester hinhauen, sonst ist dort. Aber das geht. Also ja, man kann es machen. Ja, kann man machen. Wenn du normale Eisen hast, die nicht wahnsinnig angepasst sind oder sowas, kann man das kalt machen. Das geht gut. Also du schaust dann auch, was du gerade brauchst halt. Was ich gerade brauche, wie das Pferd drauf ist. Wenn ein Pferd das recht empfindlich ist oder recht nervös ist, mache ich das nicht heiß. Ah, echt jetzt? Ja, ja, klar. Sonst hast du das Tier am Schoß sitzen. Das ist auch nicht schön. Ja, aber die merken doch die Wärme nicht, oder? Von dem das muss gar nicht sein. Es reicht vollkommen das Zischen oder der Rauch, ja, okay, dass das Pferd scheu ist. Ist ja jetzt schon sehr laut. Genau. Und wenn es ein Pferd ist mit sehr dünnen Sohlen, dann merkt er sehr wohl, ob es ihm heiß wird oder nicht. Ja. Okay, und wie heiß wird es da jetzt? Richtig gescheit? Wenn es gescheit heiß ist, haben wir da drin 1500 Grad. Das ist aber viel zu heiß, um es ans Pferd zu bringen. Also zum Schmieden habe ich so 800 bis 1000 Grad ungefähr und am Pferd sind wir dann bei 400 Grad oder sowas. Meistens kühlt man es vorher noch ein bisschen ab und dann hält man es drauf und dann geht es ganz gut. Und auch dieses Eisen wird erhitzt, gehämmert, geformt und angepasst. Du, woher weißt du dann, wie abgekühlt es jetzt schon ist? Das weißt du halt, gell? Das ist schon ein bisschen eine Gefühlssache. Ja, man sieht es an der Rauchentwicklung, dann drückt man halt nicht so stark die. Jetzt hast du jetzt geschaut, ob es genau passt oder wie? Du schaust, ob es passt und wie die Auflage ist halt. Und ist sie gut? Ja, schaut gut aus, danke. Aha, okay. Ah, jetzt ist das fertig. Das ist fertig. Jetzt kommt das nächste noch.
Gut, passt. 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 Jetzt wird es abgekühlt auch nochmal. Jetzt wird es abgekühlt und abgeschliffen. Suchst du noch die Nägel und dann wird es zusammengehauen? Genau, das brauchen wir dazu passenden Nägel. Das ist also das Nagelkabinett und wir suchen jetzt einen E2 Slim. Aha. So, da muss er für das Eisen passen. Mhm. Naja, jetzt kommt das Waagerl da wieder dazu. Das ist wie beim Zahnarzt auch ein bisschen, gell? Na klar. Also das finde ich ja immer irgendwie ein bisschen unheimlich, dass man da jetzt so einen Nagel reinhaut. Von der Vorstellung, ja. Aber mei, es ist ja ein Huf, also man merkt es ja, die merken es ja nicht. Das ist so wie der aufgestellte Fingernagel. Ja. Der Nagel dringt quasi in den Zwischenraum zwischen der harten Hornkapsel und dem, was die Haut ist, ein. Mhm. Das heißt, das ist eine relativ schlanke Schicht, in die du da reinnageln kannst. Mhm. Wow, das ist schon, geht so weit rein. Ach so, und der kommt jetzt hier wieder raus und wird umgebogen. Ja, genau, der wird dann vernietet da oben. Aber stimmt, man merkt, es geht ganz leicht rein, gell? Mhm. Der Horn ist ganz leicht, ganz weich. Mhm. Ja, schön. Also, es ist ein ganz schöner Beruf, finde ich. Sehr. Gell? Magst du schon auch richtig gern, oder? Ja, klar. Ja, muss man schon eben lieben. Danke, dass du uns das gezeigt hast heute. Gerne. Ich finde, es war wirklich wie so eine kurze Zeitreise so. Als wären wir mal kurz im Mittelalter. Danke, Hannes. Gern geschehen. Das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus Forstern. Schalten Sie morgen wieder ein, da gibt es eine weitere Folge Heimatgeschichten. Wiederschauen.